Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ich frage euch jetzt hier gerade, was ich denn hier mache mit dem Kartoffelernte hier mache. Und zwar ist die wunderschöne Mission gestern nach der Aufnahme fertig geworden. Da hat der ZP-Fahrer gesagt, jo, ich habe mein Bahnende erreicht und das hat er auch. Hier stehen jetzt zwar noch ein paar Eckchen rum, die wir jetzt noch mitnehmen werde, weil wir wissen ja vom letzten Mal, das sind schon ein paar tausend Liter, die wo da manchmal noch liegen geblieben sind, wobei es jetzt hier nicht nach so viel ausschaut. Mal ganz kurz den CP-Kurs hier weg, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Der Fan wird uns dann gleich, ich muss mal gucken, beim letzten Mal war es ja, das gucke ich jetzt gleich mal schnell, und zwar wie viel Prozent? 93. Das schaffen wir mit dem Sachen, was wir hier noch runterrucken können, glaube ich nicht, damit die Mission abschließen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was von den Kartoffeln, die wir jetzt im Anhänger drin haben, hergeben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir haben... Lass mich kurz nachgucken. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel 1000 Liter Kartoffeln wir drin haben. Aber wir... Nee. Dann war ich schon vorbei. Hier. 51.000 Liter. Ja. Da würde man mal sagen, das ist eine kleine Menge, die für unsere 40 Schweine, ich glaube schon, die auf jeden Fall für unsere 40 Schweine eine gute Zeit lang reichen wird. Und außerdem haben wir ja auch noch, was haben wir denn geerntet? Waren es Sojabohnen? Genau, Sojabohnen haben wir geerntet, die können wir dann auch noch reinkippen. Und das heißt, die sind damit wunderbar versorgt. So, ein paar Dinge, das hier vorne werde ich noch mitnehmen, weil sich da hinten, ja, steht auch noch ein bisschen was, muss ich dann gucken, wie viel das ist. Da fahre ich dann auch noch mal einmal rauf und einmal runter, so dass das Grobe zumindest noch mal alles mitgenommen wurde. Und dann passt das auch, das dauert noch ein paar Minütchen. So. Passt. Ja, nochmal kurz zum Thema neues Projekt und so weiter. Es ist in Planung. Wir haben auch schon eine Karte festgelegt und alles. Mods haben auch schon jede Menge drauf, was wir alles zu brauchen. Und ja. Das Problem ist halt nur, wir müssen da gucken, wann wir halt die Zeit haben, weil das Herrichten ist nicht immer ganz so einfach, weil es dauert schon eine Zeit lang, bis man die ganzen Maschinen, die wo man von Anfang an braucht, haben möchte, erstmal findet und da natürlich auch alles mit draufnehmen, alles aktivieren, alles kaufen, alles zum Hof bringen, Karren und alles, macht natürlich immer ein bisschen Arbeit. Und dadurch, dass wir ja unter der Woche arbeiten müssen und so weiter, ist es natürlich nicht immer ganz so einfach, da den passenden Zeitpunkt rauszufinden, weil Freitagabend wird ja immer gemeine Radio aufgenommen und ja, oder meistens wird gemeine Radio am Freitagabend aufgenommen, immer so. Oh ja, steht noch ganz gut was rum. Oh ja, das nehmen wir noch gerne mit. Und ja. Was ich euch schon mal sagen kann, das Projekt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es wird ein Projekt sein, was, wie oft es in der Woche kommt, müssen wir erst noch gucken, weil ich möchte es doch ein bisschen hochwertiger produzieren, das heißt, die Aufnahme oder mehr Sachen schaffen und die Sachen, wo halt zum Beispiel länger dauern, zum Beispiel ein Feld ansehen oder so weiter, eben dann eine Beschleunigung einfach drunter legen und ein bisschen Musik rein, oder wenn wir zum Beispiel Strecken haben vom Händler zum Hof, vom Händler zum Hof zum Beispiel oder sowas, dann mache ich dann auch zum Beispiel, lege ich auch eine bestimmte Geschwindigkeit rein oder Vorlauf, heißt glaube ich, Vorlauf nennt man es, und ein bisschen Musik, und ja, das heißt, da kann dann eine Aufnahme, also so wie es jetzt geplant ist, müssen wir gucken, wie wir es umsetzen können, zeittechnisch. Demnach, was wir zu tun haben, kann halt eine Aufnahme, die wo halt, ja, 25 Minuten läuft oder so,
teilweise dann schon eine Stunde dauern oder so, muss man halt gucken, wie sich das zeittechnisch ausgeht. Aber so habe ich tatsächlich in Planung, dass man es ungefähr so macht. Und ja, das wollte ich halt eben mal kurz gesagt haben, dass ihr euch darauf schon mal einstellen könnt, dass jetzt nicht so ein Projekt ist wie jetzt hier auf der Stappenbach jetzt, dass hier jetzt jeden Tag eine Folge kommt und die 25 Minuten da aufgenommen werden und danach ist vorbei, sondern da wird schon auch gut geackert. Und ja, so viel zu dem Thema dann. Das Feld sieht jetzt eigentlich relativ gut aus. Ein paar Fleckchen sind noch, die sind aber auch nicht so schlimm. Und wir haben nochmal fast genauso viel wie beim letzten Mal. Nochmal fast den kompletten Vollerntetank voll runtergekriegt. Was der ZP-Fahrer hat stehen gelassen. Das kippen wir jetzt auch nochmal in den Hänger rein. So, Kastmotor kann ich eigentlich schon mal ausschalten. Oder wir lassen ihn an. Mal machen. So. Den Kurs können wir eigentlich wegmachen, weil wir werden jetzt da selber runterfahren. Oder wenn wir selber runterfahren. Ach komm, warte mal, ich lasse ihn runterfahren, währenddessen gucken wir, was wir noch zu tun haben. Und zwar ist es. Nee. Da haben wir ihn. Das ist das. Dürfte passen. Dann Kollege. Da startet der Kurs, dann fahr er mal hin. Können wir so machen, zack. Und sagen wir, wenn du da bist, ja. Wir, genau. Gucken wir nochmal, upala. Gucken wir nochmal ganz kurz die Runde. Da sind wir fertig, da sind wir auch fertig. Da auch. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir starten jetzt wieder ein bisschen Silage schaufeln. So, jetzt halt. Vorwärtsgang. Ne, warte mal, wir brauchen den Rückwärtsgang. Wir haben ja was in der Schaufel drin. In der Zwischenzeit müsste eigentlich der Fermenter auch schon wieder ganz gut leer geworden sein. Ah, es steht ein 0 dran. Gut. Aber als ob er jetzt so schnell. Gott, als ob er jetzt so schnell verarbeitet hat. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Aber es wird noch eine Zeit lang dauern. Außer. Ist halt die Frage. Aber nee, ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Dass wir uns hier eine Förderbandkette hinbauen, so wie auf der Gemeinde Rade. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Wie viel haben wir denn da drin? Wir haben da jetzt noch 240.000 Liter drin. Das dürfte man eigentlich mit normalem Aufladen schaffen. Ja, und ansonsten, aber ich habe halt die Überlegung, hatte ich halt eben, ob man dann das Autoload-Förderband von der Hofbergmann mit draufnehmen. Im Mod-Ordner habe ich es ja schon, aber halt eben nur im anderen, in dem anderen Mod-Ordner. Und ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir es mit draufnehmen, ob wir uns da welche hinstellen sollen. Oder ob ich sage, nee, das schaffen wir auch so. Das Praktische, wenn ich ungefähr in die Mitte reinfahre, wird alles, ist zwar nicht realistisch, aber wird links und rechts beides gleichzeitig mitgenommen. Also das heißt, einmal reingefahren und dann haben wir das komplette Silo auf einer Länge oder auf einer Breite auf die gleiche Linie leer gemacht. Oder kommt ein bisschen, ich weiß nicht, aber das sieht ein bisschen ungesund aus, dass der Reifen hier ein bisschen durch das Schutzblech durchkommt. Aber ich glaube, das Gewicht dahin ist auch ein bisschen overpowered. Ich gehe mal kurz gucken, wenn ich das Teil abkuppel, bis dann ist. Ob ich überhaupt ein Gewicht brauche, ist halt die Frage. Und dann können wir es hier abstellen oder hier unten einmal stehen lassen. Zack. Ja. Hab einen Vorwärtsgang reingemacht. Hat aber irgendwie nicht akzeptiert. Gut. So, gucken wir mal. Wie das denn aussieht, wenn ich jetzt hier reinfahre, einmal eine Schaufel voll nehme. Oh, das geht voll klar, wir brauchen gar kein Gewicht. Gut, dann ist der, dann sieht es nicht ganz so ungesund aus. Ja, aber wir haben kein Riad, aber das wundert mich gerade schon, weil
Okay, wenn wir zu schnell fahren und voll bleiben, dann lupft es leicht hinten, minimal. Aber ich bin ja schon ein bisschen erstaunt, dass die doch kein Gewicht brauchen. Ist der Dingens schon da? Ne, der fährt noch. Der ist noch am Fahren, okay, gut. Dass man die Null oder Lohnzahlen verstehe bis heute nicht, aber gut, ich hinterfrage es auch gar nicht. Es ist wie es ist. So, einmal dem. Ja, das dürfte die Mitte gewesen sein. Ah, da ist er auch schon. Die Schaufel machen wir noch vor und dann springen wir mal ganz kurz zum Kollegen. Zum Kollegen Fendt. Er ist ja auch ein Fendt, aber zum größeren Kollegen von ihm. So, passt. Ja, ich hätte jetzt anklicken können, aber. Das habe ich schon so gemacht, da kommen wir auch hin. So viele Maschinen haben wir noch nicht. Ja. Komm hoch hier. Wenn wir natürlich gucken. Im Abwehrsymbol, wenn oben das Geld hochgeht, muss ich halt sofort stoppen. Okay. Ja, ist doch ganz gut gestoppt. 327 Euro. Oh, Alter, ich wollte gerade. Das war doch mal knapp, ich wollte gerade die Mission abschließen, aber wir müssen noch die 17.000 Liter Kartoffeln in unser Lager reinhauen, sonst wären die weg. Und ich habe die Mission eigentlich, ja, ein bisschen wegen dem Geld, aber auch hauptsächlich wegen den Kartoffeln gemacht. Aber ich glaube, Kartoffelmission müssen wir jetzt eine Weile, oh Gott, eine Weile nicht mehr unbedingt machen, weil mit dem, ja, mit dem, was wir jetzt im Lager haben an Kartoffeln, kommen wir auf jeden Fall ein Stück. Aber muss natürlich sagen, wir geben auch gut Geld, ne? Also, wir kriegen jetzt, glaube ich, nochmal 13.000, 12.000. Ja, 700 werden ab. Ja, da kriegen wir sogar noch 13.000. Mietkosten haben wir 700 Euro. Okay. Gut, somit ist diese Mission auch abgeschlossen. Wie heißt, lassen wir uns das auszahlen. Batz. 13.000 Euro reichen, dann haben wir wieder 65.000. Gucken wir mal ganz kurz, ob es denn was knackig saftiges gibt. Nee, gibt mir zu wenig Geld für 4.000. Hm. Düngemission für 4.000 mache ich auf jeden Fall. Aber jetzt, weil man muss sagen, 4.000 sind auch nicht schlecht. Aber für die Mission, die wohl wieder relativ lange dauert, lohnt sich das glaube ich nicht. Nee, wir haben nichts passendes mit. Drauf, wenn man sich eigentlich denkt, wie viele Felder es ja eigentlich gibt, müsste eigentlich ein bisschen mehr Missionen geben, aber boah, gibt es nicht mehr. Gut, was ist denn der Motor schon rausgegangen? Das geht auch nicht hier. Aber ja, das heißt, wir werden, oh Gott, Hilfe! Ja, ja. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall eine Zeit lang dran sitzen mit dem Schippen der Silage. Wobei, wir haben uns eigentlich schon ein ganz gutes Stück reingeschoben da. Ich glaube, wenn wir das eine Folge lang mal durchmachen. Ja, heute kommen wir auf jeden Fall auch noch ein gutes Stück. Weil wir haben jetzt so keine anderen Sachen mehr, was wir irgendwo hinhüpfen müssen oder erledigen müssen. Das heißt, wir können uns eigentlich komplett dem Thema hier widmen. Ich weiß, normalerweise macht man den Frontlader nicht ganz hoch, wenn man noch fährt. Aber ich habe es jetzt gerade hier gemacht, weil ich dann ein bisschen flexibel bin, weil ich mit der Maus auch ein bisschen die Kamera halt in, oh Gott, in Position bringen möchte. Ich könnte es dann mit dem Joystick auch machen, aber da dauert es mir ein bisschen zu lange. Da drehen von der Kamera dann mit der Maus geht es halt doch schon um einiges schneller. Ja, das geht gut voran. Ich kann noch mal ein bisschen rauszoomen hier, sagen, das ist ein bisschen mehr. So, passt. Ein bisschen. Naja. Sehr, jetzt nicht immer was hinter mir ist, aber ich muss eigentlich nur die Spuren folgen, da finde ich eigentlich immer wieder hin.
zu unserer vorigen Position. Und leider runter. Zack. Passt. Nicht so schnell, nicht so schnell. Wir wollen natürlich das Gefährt nicht umschmeißen. Gott. Da bin ich kurz hinten leicht hochgegangen. Oh. Ah. Ah, nee, es ist nicht so gesund. So. Meister Vermente forscht teilweise ein bisschen zu hoch. Müssen wir. Warte mal. Habe ich eine Rampe mit drauf? Das wäre natürlich jetzt schön, wenn ich hier mit drauf hätte, weil dann würde es natürlich um einiges leichter gehen. Normalerweise. Ich habe eine mit drauf. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich noch irgendeine andere mit drauf habe, was ich aber nicht glaube. Dekoration, nee, sind nur diese Buschen und Sachen. Nee, brauche ich nicht. Silos wird auch nicht drin sein. Normalerweise auf jeden Fall nicht. Nee. Ja. Ist nichts da, okay, gut. BGA, nee, Farmhaus. Nee, brauche ich auch nicht. Da war ich schon drin. Hallen. Sind normalerweise auch keine dabei, gut. Aber als Land dann. Was ist das? Kaufstelle. Ah. Ach, da kann man auch was kaufen. Ah, okay. Okay. Okay, dann müssen wir das auch. Wie kostet das da eigentlich? Oh, 50.000 kann man machen. Tierhaltung ist normalerweise auch nicht mit drin. Nö. Global Company. Auch nicht passt. Das heißt, wir haben. Hey, warte, da ist drin. Wir haben diese eine kleine Rampe da, die wo ich eigentlich schon oft auch verwendet habe, die wo ich auch relativ gut ist. Ja, die passt auf der Größe hier perfekt hin normalerweise. Ich kann mich hier drehen. Ist nur die Frage, ob wir da nah genug rankommen eben. Warte, man muss kurz gucken, was. Ah, stopp. Was war das nochmal? Steuerung G? Genau. Überall platzieren ist schon weil an. Sieht man nicht mehr. Ah. Ah, hier sind die ganzen. Ist das hier oben? Ein Holz. Ach, hier gibt es so viele Holzlager. Ah, ja, Mann. Das ist der Seedmaker. Wo wir am Hof stehen haben. Ja, das momentan noch leer und kann noch nicht produzieren, weil wir noch nichts drin haben. So, warte, jetzt möchte man nochmal nach der Rampe gucken. Nein, das will ich eigentlich nicht haben. Nee. Ist halt die Frage, ne? Warte, falsche Richtung. So. Warte, wo wird die. Das bringt auch gar nichts. Die ist viel zu weit weg. Oder wobei, wenn man das vorne ausklappen. Lass einfach mal kurz ausprobieren. Kostet ja auch nicht viel, ist ja nicht teuer, das Teil. Boden passt auch, hat nichts angehoben, wunderbar. Das heißt, zack, wir nehmen hier nochmal eine Schaufel mit. So, dann guck ich mal. Wie ist denn jetzt mit der Rampe? Ist, ob es ein bisschen besser klappt? Weiß nicht. Warte mal, wir können das Teil irgendwie ausklappen. Genau. Ja. Mit dem mal ausklappen sieht schon um einiges besser aus. Ja. Das sieht besser aus. Okay, das heißt, die hat doch was gebraucht. Das freut mich natürlich, dass die, oh Gott, dass die 1300 Euro nicht umsonst investiert waren. Weil jetzt sieht das auch besser aus, muss man sagen. Vorher war es immer so ganz knapp nur, dass wir hochgekommen sind. Und jetzt kommen wir easy hoch. Und natürlich wunderbar, ne?
Und man damit halt auch ein bisschen Zeit vertrödelt, aber das geht noch, das geht noch. So. Aber wenn man sich denkt, wie alt dieses Modpack auch schon ist. Das war noch zu Anfangszeiten vom 19. Gab's das schon. Aber es sind gute Sachen, also. Die Textur ist vielleicht nicht wunderbar. Sieht ein bisschen abgeranzt aus, muss man sagen. Aber es tut seine. Es tut das, was es tun soll. Und das passt dann eigentlich auch. So. Durch aufpassen, weil wir da ein bisschen schräg ranfahren, dass wir das ganze Gespann nicht umschmeißen. Und ich muss natürlich auch den Füllstand vom Fermenter im Auge behalten. Da ist aber momentan, wartet, können wir auch wieder gut was reinballen. Ja, das sind 9000 Liter drin. Also, da können wir gut was reinschaufeln, ohne dass wir da was daneben kippen. Zack. Aber ja, das geht auch, es geht wirklich schnell voran hier mit den, wir haben einfach 2500 Liter auf Platz und das jetzt nicht wenig. Also ist, ich glaube, der Traktor, in echt wäre der Traktor auf jeden Fall zu klein für so eine große Schaufel. Das hört sich zwar weniger an, 2500 Liter, aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist nicht so, nicht so klein. Aber ich habe auch ein bisschen mehr Bezug dazu, weil ich ja zu Hause einen eigenen Stoll FZ30.1 Frontlader mit einer entweder 600 oder 800 Liter Schaufel habe. Und ja, da kann man sich das Ganze dann schon ein bisschen besser vorstellen, die Maße von so einem Teil. So, es sind auch irgendwelche Kabel, die wo ich aber nicht anschließen kann, die baumeln jetzt die ganze Zeit da unten rum. Ja, die kann ich nicht anschließen. So, aber dafür sind auch, glaube ich, diese Stoll-Mod-Frontlader, die wo wir da mit drin haben. Genau für diese Ölanschlüsse. Aber da kannst du hier einen Alu-Trima-Frontlader haben, der wo anderer Mod ist und nicht von CSZ-Pack an sich. Heißt das, dass das da nicht funktioniert. Dabei gibt es nicht so eine ähnliche Schaufel, die wo auch Hydraulik braucht, im Standard alles auch. Aber ich glaube, die hat dann keine Hydraulikanschlüsse. Oder auf jeden Fall keine, keine solche, wie die hier hat. So, und ja, da haben wir. Wie lange waren wir jetzt da dran? Ich glaube bei 14 Minuten oder so haben wir angefangen. Und jetzt sind wir bei 24, ja, 10 Minuten. Aber in 10 Minuten haben wir schon gut was geschafft, wir sind schon fast bei der Hälfte. Und ja, wenn ich jetzt ein bisschen noch was jetzt dann, weil ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Zeit, ein bisschen was offline gucke, ob ich es noch schaffe, dann haben wir da morgen nicht mal allzu viel zu tun. Aber ja. Das seht ihr dann morgen, den ich dafür fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, liebe Leute, wir sind für heute fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, wir natürlich sehr nett, kostenloses Abo, ihr kennt den Satz. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen, macht es gut und ciao ciao. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.